Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video, das erste Video in 2022. Hoffen wir, dass es nicht ganz so scheiße wird wie 2021. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Übrigens, das hier ist ein Get Ready With Me. Heute, an dem Tag, an dem ich dieses Video drehe, ist der 31.12.2021. Zum Glück der letzte Tag dieses Jahres. Und ich mache mich jetzt fertig für unsere Silvesterfeier. Ich feiere nämlich bei der guten Jess, meine neue Kollegin und mittlerweile auch eine richtig gute Freundin von mir. Und ich dachte, dann nehme ich einfach mal auf, wie ich mich so fertig mache und erzähle euch so ein bisschen was über meine Jahresvorsätze fürs nächste Jahr. Ich habe mir auch schon einen Terminkalender besorgt. Und zwar habe ich hier mal den von Lebenskompass ausprobiert. Das ist jetzt keine Werbung, ich habe mir den selbst gekauft, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Da gibt es sehr viele Achtsamkeitsübungen, ist echt gut aufgeteilt. Und es gibt auch eine Seite mit den Zielen für 2022, die man sich aufschreiben kann. Und ja, dann erzähle ich euch einfach mal ein bisschen was drüber. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil ich habe nämlich nur noch eine halbe Stunde, bis ich los muss. Always running late. Aber wer ist denn bitte anderes von mir gewöhnt? Niemand. Ich bin auch so ein bisschen genervt, weil ich habe seit Jahren so eine geile Polaroid-Kamera in meinem Regal stehen und habe die noch nie ausprobiert. Und das wollte ich heute eigentlich gerne mal machen. Ich habe mir auch extra eine Tasche, ein Album und so bestellt dafür. Und Fotos, zwei Packen, also Film quasi für die Polaroid-Kamera. Da sind ja jeweils 8 Fotos drin, also quasi 16 insgesamt. Und ja, da kostet eine Packung halt schon mal um die 20 Euro. Deswegen bin ich halt so genervt, weil ich festgestellt habe, dass diese Kamera einfach nicht so wirklich funktioniert, wie ich das möchte. Also die funktioniert tatsächlich. Die hat mein Papa irgendwann mal bei einem Kollegen bekommen. Und dann hat er mir ungefähr vor 7 Jahren oder so, hat er die mir geschenkt. Seitdem steht die bei mir im Regal und ich habe die noch nicht benutzt. Weil ich einfach auch damals immer noch kein Geld hatte, mir diese ultra teuren Filme zu kaufen. So, jetzt dachte ich, ich mache das heute an Silvester mal und habe es ausprobiert. Ich habe tatsächlich eine komplette Packung von den Filmen verschwendet, weil ich die ganze Zeit Testfotos gemacht habe. Also 20 Euro schon mal zum Fenster rausgeschmissen. Und ich weiß nicht, irgendwie ist ein Problem mit dem Blitz, glaube ich. Weil ohne Blitz sind die Fotos einigermaßen eigentlich auch nicht ansehnlich. Die sind halt viel zu dunkel, logisch. Also man erkennt halt kaum was auf den Fotos, weil es halt viel zu dunkel ist. Nur halt wirklich so. Aber es geht halt trotzdem noch besser klar, als wenn ich mit Blitz fotografiere. Weil da ist nämlich alles komplett überbelichtet, total bleich, wie so ein Schleier ist da drüber. Und das sieht einfach nicht schön aus. Also das sieht halt richtig schlimm aus. Und ich habe halt mit verschiedenen Einstellungen probiert, mit verschiedenen Lichtverhältnissen, aus verschiedenen Weiten und es ist mit Blitz einfach unmöglich. Ich habe ja noch eine zweite Packung bestellt. Ich nehme die Polaroid-Kamera heute trotzdem einfach mal mit. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin, irgendwie ein halbwegs ansehnliches Foto zu schießen. Ansonsten hole ich mir halt über eBay Kleinanzeigen eine neue Polaroid-Kamera. Kann man das schon dazu zählen, mehr Polaroid-Bilder schießen? Oder überhaupt erst damit anfangen? Ja, nehmen wir das auch mal als Vorsatz. Ansonsten sind meine Vorsätze eigentlich so ziemlich die Vorsätze, die man sich eigentlich jedes Jahr vornimmt, aber nie schafft, die einzuhalten. Aber ich nehme es mir jedes Jahr aufs Neue vor, in der Hoffnung, dass ich es vielleicht irgendwann mal hinkriege, mehr Disziplin in meinen Alltag einzubauen. Ich mache mir meine Augenbrauen fertig, dann muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr Silvester so verbracht habt. Ich bin tatsächlich so ein bisschen nervös, weil das ist mein erstes Silvester in meinem ganzen Leben, was ich weder mit meinen Eltern noch mit meinem Freund verbringe. Also entweder habe ich halt immer mit meinen Eltern gefeiert oder mit meinem Freund und Freundeskreis halt. Oder halt mit meinen Eltern und mit meinem Freund. Und mein Freund feiert aber diesmal bei einem Kumpel und dass ich das angeboten hat, habe ich mit Jess mir was ausgemacht. Und das ist halt tatsächlich das allererste Silvester, wo ich weder meinen Freund noch meine Eltern sehe. Also mein erster Vorsatz auf jeden Fall ist, ja, logisch abzunehmen. Das ist jedes Jahr mein Vorsatz. Ich habe es nie geschafft. Tatsächlich habe ich 2021
ordentlich was geschafft in der Hinsicht. Deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass ich das dieses Jahr hinbekomme, also 2022. Weil ich jetzt halt einfach langsam rausgekriegt habe, wie mein Körper da so mitmacht, was bei mir funktioniert und ja, an welche Regeln ich mich am besten halten sollte. Und jetzt muss es halt nur noch mit der Disziplin klappen. Aber da ich sehr motiviert bin und schon krasse Fortschritte gemacht habe, bin ich mir sicher, dass das 2022 was wird. Aber wenn alles soweit ist, dann mache ich dazu auf jeden Fall nochmal ein detailliertes Video. Das habe ich mir schon lange vorgenommen. Ich muss es halt erstmal nur erreichen, mein Ziel. Naja, ich habe fast die Hälfte schon geschafft. Oder sagen wir mal so ungefähr die Hälfte schon. Von daher wird es nicht mehr so lange brauchen. Ich werde das Make-up jetzt auch eher simpel halten. Eigentlich wollte ich was richtig Krasses machen. Aber keine Zeit, keine Zeit. Eigentlich sind alles Vorsätze, wo ich halt wirklich schon teilweise damit angefangen habe. Ich muss es nur damit zu Ende führen. Wie zum Beispiel mein zweiter Vorsatz. Wer mich verfolgt, der weiß, dass ich rauche. Also, dass ich Raucherin bin. No hate. Also, logisch, rauchen ab 18, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich will hier niemanden animieren. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich mein Rauchen, also ich will nicht aufhören. Habe ich irgendwie nicht so Bock zu. Aber ich will es auf jeden Fall reduzieren und das habe ich auf jeden Fall schon richtig gut geschafft. Ich muss halt nur, sag ich mal, das Reduzieren finalisieren. Wenn ich da angekommen bin, wo ich sein will, werde ich dazu auch noch ein detailliertes Video machen, wie ich alles gemacht habe, wie ich mir alles organisiert und strukturiert habe, dass es so funktioniert hat, ohne große Probleme. Dafür muss ich es halt wie gesagt erstmal erreichen. Aber ich sag mal, ich habe meine Ausgaben pro Woche für Zigaretten auch schon mehr als halbiert. Also ja, ich muss es halt nur noch zu Ende führen. Würde euch sowas interessieren, mal so eine gute Methode zum Rauchen reduzieren, dass ich dazu mal ein Video mache? Schreibt's in die Kommentare. Der dritte Punkt, den kann ich halt nicht wirklich beeinflussen. Also, na doch, kann ich schon, aber da muss halt auch alles andere mitspielen. Ich würde halt irgendwie gerne 2022, weil die 2 da so schön mit drin ist, die 2000 Abonnenten auf YouTube erreichen. Was Abonnentenzuwachs angeht, ist bei mir ja eher mau, schon die ganzen letzten Jahre, weil ich halt eher, sag ich mal, unkonsequent bin im Videos hochladen und der Algorithmus nicht so wirklich auf meiner Seite ist und irgendwie erreiche ich auch nicht wirklich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Halt so, keine Ahnung, junge Frauen, die sich für Make-up interessieren. Ich habe, also meine Analytics sagen, dass 80% meiner Zuschauer männlich sind, was ja auch nicht schlimm ist. Es gibt ja auch Männer, die sich für Make-up interessieren, aber ich glaube, das ist dann eher so auf die Festival-Vlogs zurückzuführen. Ich will auch mehr Lifestyle-Sachen machen, weil ich finde, das passt auf YouTube irgendwie besser. Und Make-up dann hauptsächlich mehr auf Instagram mal schauen. Was mich auch zum nächsten Punkt bringt, dass ich einfach auf Social Media ein bisschen aktiver werde. Ich habe mir ja jetzt die letzten Wochen eine kleine Pause genommen, weil es mir einfach echt nicht gut ging. Und ich finde, da sollte man sich nicht dazu zwingen, trotzdem Videos und Content zu produzieren. Das ist einfach nicht gesund. Also wenn ich mich nicht danach fühle oder halt eine psychische schwere Krise gerade habe, dann lasse ich es halt auch einfach sein und lasse es euch wissen. Aber so, was das Kontinuierliche angeht, will ich ein bisschen besser werden. Heißt, ich will auf jeden Fall im Monat mindestens 3 YouTube-Videos hochladen, weil jede Woche, ja, das wäre perfekt, aber das schaffe ich halt dann durch die Arbeit auch nicht immer. Und vielleicht, weil ich eine kleine faule Socke bin. Ja, und ich habe es versucht mal mit 3 Instagram-Posts pro Woche. Das ist allerdings auch ziemlich zeitaufwendig. Deswegen denke ich mir, so 2 Instagram-Posts pro Woche dürften auch reichen. In der Story bin ich ja immer sehr aktiv. Oh, ich lieb's. Wenn man Zeitdruck hat, dann sucht man einen Pinsel und findet ihn nicht. Dann, was die Wohnung angeht, ich habe immer so ein bisschen ein Problem, hier alles sauber zu halten. Und wir haben halt auch ganz schön viel Scheiß, den wir nicht brauchen. Deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Wohnung komplett auszumisten. Habe ich auch schon, sage ich mal, zu 2/3 geschafft. Also 3/4 sogar schon. Ich will das einfach noch finalisieren und halt ein bisschen minimalisieren. Ich bin jetzt kein
typischer Minimalist, aber auf jeden Fall weniger mehr. Und dass ich dann halt irgendwie auch schaffe, meine Wohnung regelmäßig echt sauber zu halten. Weil einmal bin ich so, ja, Wohnung putzen und alles ist schön sauber und clean und rein, das ist voll geil. Und dann habe ich wieder ein Tief für Wochen und hier passiert gar nichts. Ja, beruflich soll es natürlich auch weitergehen. Da möchte ich natürlich auch noch ein bisschen vorankommen. Ich will mich einfach verbessern in dem, was ich mache. Also, ja, Friseur halt. Will ich auf jeden Fall ein Stück weiterkommen und mehr Kunden zufriedenstellen können, mehr lernen, mich mehr fortbilden, auch freizeittechnisch, was neue Techniken angeht und so. Da habe ich schon Bock drauf. Und meine Chefin hat mir jetzt auch angeboten, oder hat sie schon länger angeboten, aber nächstes Jahr wollen wir das mal angehen, dass wir dieses ganze Make-up-Artist-Zeug, also halt wirklich richtig Make-up-Artist angehen, dass sie mir das alles beibringt. Das ist ja das, was ich ursprünglich eigentlich machen wollte. Ich habe ja auch schon viel Make-up an anderen gemacht, auch Bräute und für Musikvideos und sowas. Dann will ich endlich, ja, im Allgemeinen eigentlich disziplinierter werden. Heißt, ich will meine Morgenroutine mal durchziehen und halt das Handy auch mal weglegen, weil damit lenke ich mich leider viel zu oft ab. Ja, ich möchte einfach produktiver werden. Ich will meine Hautpflegeroutine mal durchziehen, weil die vernachlässige ich auch immer. Denke mir dann einfach so, ach scheiß drauf, Abschminktuch und ab ins Bett. Allgemein noch ein bisschen mehr auf mein Äußeres achten. Ich weiß, es klingt total oberflächlich, aber mir ist das wichtig. Ja, Beauty Days und sowas. Also, ja, ich mache halt echt wenig Self-Care und das ist halt schade. Ja, genau, einfach disziplinierter und produktiver werden. Und was auch ein ganz großes Thema ist, ich lese total gerne, aber ich bin total schlechterin. Ich habe halt ständig irgendwas anderes zu tun und lese halt irgendwie nie. Und das will ich ändern. Ich will halt alle 2 Monate ein Buch fertig lesen. Also quasi 6 Bücher im Jahr. Das ist, denke ich, machbar. Und einfach, ja, was auch Selfcare angeht, so ein bisschen mehr wieder spiritueller werden, mehr meditieren, mehr manifestieren. Dieses ganze Zeug, was mich halt wirklich interessiert, so. Das will ich mehr in meinem Alltag einbauen. Mehr Sport machen, auf jeden Fall, logisch. Gehört ja zu den ganzen Abnehmen-Dingen dazu. Einfach mehr auf meinen Körper hören. Und ich könnte jetzt noch sagen, gesünder ernähren, aber das mache ich tatsächlich schon. Also es ist Wahnsinn, vor einem Jahr hätte ich nicht mal Gedanken daran verschwendet, frisches Gemüse zu kaufen. Wenn dann vielleicht mal ein bisschen Brokkoli tiefgekühlt. Und jetzt besteht mein Wocheneinkauf schon, also wirklich mindestens zur Hälfte mal aus frischem Gemüse. Das habe ich schon geschafft, das finde ich echt krass. Ich habe es mir nicht mal vorgenommen. Ja, genau. Und das waren eigentlich auch schon alle meine Vorsätze. Na gut, wieder blöd getimt. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt fertig. Zu Ende fertig. Und dann, genau, war es auch schon mit dem Video. Oh fuck, ich habe noch 10 Minuten, ich muss mich beeilen. Urban Decay All Nighter Setting Spray. When all night, dann heute. Stay. Please make me stay all night, all day. So, Parfüm, das was als nächstes dran steht. Fertig. Gut, dann mache ich mal los. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben und kommentiert, was ihr an Silvester so gemacht habt und wie ihr ins neue Jahr gekommen seid. Würde mich mal interessieren. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und bis dahin, bye bye.